Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, hier bei Doctor's Kitchen Talk. Wir sind hier schon voll im Gange bei den Vorbereitungen zu unserem heutigen Rezept. Giorgia und Vincenzo aus unserer Hallo. Swiss Mountain Klinik Küche haben Ihnen nämlich heute Bärlauchspätzli vorbereitet. Beziehungsweise werden Ihnen gleich zeigen, wie Sie die ganz einfach zu Hause nachmachen können. In dieser Sendung möchte ich mich dem Thema der Entzündungen widmen, denn Bärlauch hat ganz starke antientzündliche Eigenschaften und jetzt ist Frühjahr, jetzt wächst er an vielen Stellen und Sie können ihn sammeln und viele nutzen ihn auch für eine Entgiftungskur. Die Entzündung an sich, liebe Zuschauer, ist eine normale und wichtige Funktion Ihres Körpers, denn er reagiert auf Eindringlinge. Es ist eine Abwehrreaktion. Und die Entzündung ist wichtig, um auch zerstörte Gewebe zu regenerieren, zu regulieren. Nur leider nimmt die Entzündung heutzutage überhand und der Körper kann sie nicht mehr eindämmen. Und deswegen heute mal ein Gericht, mit dem Sie gut Entzündungen in Ihrem Körper regulieren und ja, therapieren können. Und jetzt lasse ich die beiden machen und bin gespannt. Danke. Wir beginnen mit unserem Rezept. Dafür brauchen wir, also das ist ein Rezept für 4 Personen, sage ich schon sofort. Wir brauchen 350 Gramm glutenfreie Mehl. Glutenfreies Mehl ist einfach ganz wichtig, weil Gluten ist das Klebeeiweiß und ist ganz stark entzündungsfördernd. Und genau das wollen wir ja vermeiden. Und dann 100 Gramm Nutriose. Und hier, liebe Fede, du hast etwas zum Sagen, oder? Ja, die Nutriose, die haben wir jetzt schon öfter verwendet. Das ist das resistente Dextrin, die quasi, also Stärke, die nicht verdaut werden kann. Und der Vorteil ist, dass durch die Zugabe von dem resistenten Dextrin verringert sich der Kohlenhydratanteil in unseren Spätzli, die ja per se sonst sehr kohlenhydratlastig sind. Und man kann 30% des Mehles mit der Nutriose ersetzen. Man kann die online beziehen. Und viele Entzündungen sind mit Zucker assoziiert. Da gab es eine Studie, die gezeigt hat, 2014, hoher Zuckerkonsum geht mit Entzündungen einher, auch wenn die Mechanismen noch nicht ganz geklärt sind. Dann fördert Zucker natürlich das Fettgewebe, also die Entstehung von Fettgewebe. Und das ist eine Entzündungsmaschinerie, das Fettgewebe im Körper. Und ja, Zucker führt auch zu Verklebungen im Körper. Ne? Man tut quasi mit dem Eiweiß reagieren, man kann das messen, HbA1c zum Beispiel ist so ein Wert im Blut und das kann auch sich dann entzünden. Sehr gut, dann nur eine Prise Salz noch und eine Messerspitze Muskatnuss. Eine Prise Salz ist hier in der Küche, habe ich schon immer gemerkt, eher so ein Teelöffel. Ja, genau. Muskatnuss. Mhm. Das war auch ein bisschen mehr als eine Messerspitze. Vielleicht hat Vincenzo Muscatnuss besonders gerne. Ti piace questo aroma? Und dann in eine Schüssel schlagen wir nur kurz 4 Eier mit 1,2 Dezi Wasser. Also hier nur. Also 120 Milliliter? 120, genau. Okay. Und hier nur ein kleines Tipp. Wir haben jetzt normale Wasser benutzt, aber mit Kohlensäure. Kohlensäurewasser, ja, ja. Werden die Spätzli. Mineralwasser. Ja, Mineralwasser werden die Spätzli für mich persönlich besser, weil sie, come si dice, si gonfiano. Ja, so ein bisschen fluffiger einfach. Genau, ja. Und Spätzli, das ist ja auch eigentlich ein Schweizer Nationalgericht, oder, Giorgia? Ja. Ja. Also in der Schweiz sind ja Spätzli eigentlich überall zu bekommen. Eier und Wasser dazugeben.
zu den trockenen Zutaten. Genau, ja. Jetzt muss wirklich richtig schlagen. In der Zwischenzeit, nel frattempo, ich blanchiere im salzigen Wasser 100 Gramm ungefähr Bärlauch. Dann zeige ich euch, warum. Bärlauch darf man nicht verwechseln mit Maiglöckchen. Ne? Die sehen ähnlich aus und Maiglöckchen sind hochgiftig. Und so von März bis Juni ist die Bärlauchsaison. Das heißt, Sie können, wenn Sie einen Ort haben in Ihrer Nähe, vielleicht auch in Ihrem Garten, gut den Bärlauch pflücken und wirklich alle Teile verwenden. Auch die Bärlauchblüten sind hervorragend. Kann man einfach so klein hacken aufs Brot. Lecker. Bärlauchsuppe würde man jetzt auch so machen, oder Georgia? Bärlauch? Bärlauchsuppe? Ich habe das persönlich nie gemacht. Okay. Aber muss ich probieren. Mhm. Ja. Bärlauchsuppe, Bärlauchpesto. Bärlauchpesto, ja. Ne? So kann man den auch gut konservieren und haltbar machen. Bärlauchpesto ist absolut mein Lieblingspesto. Also, wenn du es blanchierst, dann tust du es quasi ins kochende Wasser geben. Wie lange? Eine Minute, wirklich ganz wenig. Okay. Und dann ein bisschen kaltes Wasser, auch für die Farbe. Mit kaltem Wasser bleibt schön grün. Das ist auch wieder der Tipp des Profis. Abschrecken, sagt man. Abschrecken, genau. Vincenzo hat währenddessen den Spätzleteig fertig gemixt und zeigt uns jetzt, wie der aussehen sollte von der Konsistenz. Aha, Sie sehen. Wir machen jetzt nicht nur Bärlauchspätzle, wir machen drei Varianten und deswegen tut er quasi den Teig jetzt in drei verschiedene Schüsseln verteilen. Und das ist dann auch noch so richtig schön frühlingshaft und gut und schön fürs Auge, wenn wir drei verschiedene Farben dann auch auf dem Teller platzieren dürfen. Eine Sorte, eine Variante machen wir mit Kurkuma-Pulver. Das ist super, Georgia, weil wir sprechen von Entzündungen und Entzündungen werden auch in der Alternativmedizin, auch hier bei uns, ganz häufig mit hochdosiertem Kurkuma behandelt. Und Kurkuma ist ein sogenanntes Löffelgewürz, das heißt wirklich löffelweise Kurkuma in Kombination mit Pfeffer unbedingt zum Essen geben, ans Essen machen, über den Salat streuen und dann können Sie die positiven Eigenschaften vom Kurkuma für sich gut nutzen. Also eine Variante ist natürlich die Bärlauch-Spätzli-Variante und er mixt jetzt alles. Ich habe nur ein bisschen Olivenöl dazugegeben. So ist das einfacher zu mixen und es wird schön püriert. Jetzt wird einfach nur der Bärlauch gemixt. Und George hebt währenddessen den Kurkuma unter die Teigmasse. Also wie ihr sehen könnt, den Teig ist nicht die normale Spätzli-Teig. Die Spätzli-Teig bleibt ein bisschen mehr elastisch. Mhm. Aber mit Nutriose sieht es so aus. Aber wie das am Ende aussieht, wird fast gleich. Also beim Kurkuma-Spätzli vielleicht nicht, aber Bärlauch-Spätzli wird perfekt. Ja, perfekt. So wie normal. Und warum bei Kurkuma nicht? Ich denke, weil mit Spätzli, mit Bärlauch und Olivenöl, es bleibt vielleicht ein bisschen mehr eine andere Konsistenz. Ja, genau. Hier könnte ich einfach noch ein bisschen Wasser und Öl dazugeben. Und, ja. Aber das habe ich schon gemerkt. Dann werde ich euch zeigen, was ich meine. Das werden wir am Ende sehen. Posso avere un'altra spatolina? No.
Und die dritte Variante ist die rote Variante, mhm. Randen. Mit Randen Saft? Aha. Ja. Aber nur ein Hauch? Ja. Also wirklich so Pi mal Daumen, Sie haben gesehen, sie hat jetzt so einen Schuss Randensaft, also rote Beete-Saft dazugegeben. Ja, so. Rote Beete ist ja, haben wir schon mal eine Sendung drüber gemacht, sehr gut für auch die Blutbildung. Und natürlich allein die rote Farbe, ne, das schreit vor Antioxidantien, die dann auch wieder neutralisierend auf die Radikalbildung wirken, die wieder Entzündungen fördern könnten, wenn sie nicht neutralisiert werden. Mhm. Super, jetzt haben wir die drei Varianten. Wir werden euch die Bärlauch-Variante zeigen. Wie heißt das auf Deutsch? Das weiß ich nicht. Also, ja. Trotzdem, was ist das? Ich wollte sagen, dass das größer als mich ist. Aber was es ist? Funktioniert trotzdem. Es ist groß. Weil normalerweise machen wir in dem großen Kipper. Ja. Ja, aber es funktioniert trotzdem. Ich habe ehrlicherweise selber noch nie Spätzle gemacht, Georgia. Nein. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie die nächsten Arbeitsschritte sein werden. Also einfach so mit diesen Spätzle. Okay. Das heißt, würde der Zuschauer zu Hause tut einfach einen großen Topf nehmen und dann eine Auflaufform oder aus Metall auf den Kochtopf legen oder was? Genau, also gibt es verschiedene Sorte von diese. Ist das eine Spätzlepfanne? Genau, ja. Das heißt, ich kann mit diesem Gerät nur Spätzli machen? Ja, es ist wirklich nur für Spätzli. Normalerweise zu Hause gibt es eine runde. Es ist auch einfacher. Ach so, das habe ich nicht gesehen. Da sind Löcher drin, liebe ja. Zuschauer. Ich muss gestehen, im Alltag trage ich eigentlich Brille. Deswegen habe ich das jetzt nicht gesehen. Und jetzt verstehe ich das auch. Okay. Ja, es ist das ein bisschen heißt, schwierig. Man schabt wirklich durch ja, diesen Spätzli-Behälter, dieses Spätzli-Sieb in das heiße Wasser hinein. Genau. Okay. Und das muss einfach ein paar Minuten kochen, weil es gibt Mehl, Eier drin. Ein paar Minuten. Es ist sehr schnell gemacht. Und wenn man Spätzli machen möchte und man hat jetzt so ein Gerät nicht zu Hause, dann kann ich keine Spätzli machen. Geht, kann man mit einem Holzbrett machen, aber dann werden nicht Spätzli, es werden ein bisschen mehr große. Okay. Ja, besser wäre. Es wird nicht so fein. Ja. Und es dauert wirklich nicht lange. So nein. Zwei, drei Minuten? Ja. Es ist sehr schnell. Okay, sehr gut. Wir haben die schon vorbereitet. Und jetzt werden wir die Spätzle im Öl sortieren. Mhm. Das ist einfach Olivenöl. Mhm. Aber ich hätte das mit Butter gemacht. Ich als Schweizerin. Vielleicht aber können wir eine Mischung machen. Olivenöl, Butter. Ja. Aber Öl, Olivenöl ist ja, ja das italienische Wundermittel eigentlich. Mhm. Sowohl äußerlich als auch innerlich. Und hat ganz viele antientzündliche Stoffe auch. Und von daher finde ich es gut, dass ihr in diesem Rezept Olivenöl integriert. Und jetzt einfach Tomaten als Beilage. Ja, ja dann Vincenzo hat ein bisschen Bärlauch grob geschnitten. Das wird auch zusammen sortiert. Mhm. Molto ja, das ist eine. Das ist ein ganz einfaches Rezept,
was sie wirklich zubereiten können und auch mit den Tomaten in der Pfanne sortiert, mit dem Bärlauch. Ist eine einfache Art und Weise, frische Zutaten schnell zuzubereiten. Di solito und si servono sempre con tipo qualcosa di salsato, no? Ja. No? Ja, hai ragione. Recht. È una versione un po' più estiva. Ja. Da fare. Vincenzo sagt, normalerweise isst man Spätzli mit einem Fleisch, die mit viel Soße hat, damit das die Spätzli schön. Oder mit einem Fleischragout, das wissen genau, wir. Genau, ja. Aber viel tierisches Eiweiß, liebe Zuschauer, sollten Sie meiden, wenn Sie an Entzündungen leiden, weil die haben hohes Entzündungspotenzial. Und das ist auch ein Frühlingsgericht, ja. Und es ist perfekt auch so, ohne Fleisch, ohne Soße. Und wir legen ja hier viel Wert auf Gesundheit, in der Klinik, aber auch in dieser Sendung, liebe Zuschauer. Und von daher überlegen wir uns sehr genau, wann wir Fleisch oder Fisch, Eier, Käse in die Rezepte integrieren und unseren Patienten servieren oder auch Ihnen, lieben Zuschauer, präsentieren. Und in diesem Rezept, gerade im Rahmen von Entzündungen, ist einfach tierisches Eiweiß bis auf die Eier jetzt fehlplatziert. Wer will, kann auch ein bisschen geriebene Käse obendrauf. Mhm. Ja. Wer möchte? Wer möchte? Gerne veganen Käse, bisschen Schafskäse vielleicht, aber es kommt auch immer auf Ihr Krankheitsbild drauf an. Bisschen Zitronenzeste dazu. Das sieht schon sehr, sehr frühlingshaft aus. Schauen Sie mal, liebe Zuschauer, wie sich die unterschiedlichen Farben miteinander vermengen. Und auf diesem schwarzen Teller kommen die ganz besonders zur Geltung. Das ist alles. Noch eine kleine Deko obendrauf. Ja, liebe Zuschauer, also dieses Gericht können Sie wirklich, ja gerade im Frühling, eigentlich täglich einsetzen, wenn Sie sich was Gutes tun wollen. Und heutzutage, müssen Sie wissen, kämpft ja unsere körpereigene Abwehr an den verschiedensten Fronten. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, dass hinter Asthma, hinter Allergien, Autoimmunerkrankungen, rheumatischen Leiden, Entzündungen stecken. Aber wussten Sie auch, dass das Ergrauen der Haare zum Beispiel mit Entzündungen assoziiert ist? Das wissen die wenigsten. Die Entzündung, habe ich Ihnen gesagt, ist eine normale Körperreaktion, aber manchmal schießt das Immunsystem über. Und wir können die Entzündungen eindämmen mit Hilfe der Ernährung. Die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle und da gehe ich gleich noch mal drauf ein. Bei mir ist wichtig, Ihnen auch noch mal zu erklären, dass manche Entzündungen da sind in unserem Körper, die wir gar nicht unmittelbar merken. Und das sind zum Beispiel diese Entzündungen auf zellulärer Ebene. Das heißt, der oxidative Stress, den die Zelle zum Beispiel selbst produziert im Rahmen ihres Zellstoffwechsels. Und diese Radikale, die da entstehen, die müssen immer wieder abgepuffert werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es zur Entzündungsreaktion. Und das macht dann eben zum Beispiel Ergrauen der Haare, Hautalterung und so weiter. Oder auch die freien Radikale, die wir im Stoffwechsel vorliegen haben, wenn die nicht neutralisiert werden können durch Antioxidantien, die wir uns über die Ernährung zuführen, dann wird es problematisch, weil dann können Zellen geschädigt werden, ganze Zellverbände zerstört werden. Und natürlich muss unser Immunsystem dann reagieren, weil die sind dafür verantwortlich, jetzt die Reparaturprozesse einzuleiten. Dieses Gericht, Kurkuma, rote Beete, der Bärlauch, dann die Kombination mit den Tomaten, mit dem Olivenöl, die Kohlenhydratlast, die reduziert ist, kann wirklich ganz, ganz stark helfen, Ihre Entzündungen im Körper einzudämmen. Entzündungen, wie gesagt, wichtig, die Kohlenhydrate reduzieren. Zucker fördert Entzündungen.
Dann ist wichtig, ungesättigte Fettsäuren, Omega-3 oder auch das Olivenöl. Olivenöl hat zwar nicht so viel Omega-3, aber Olivenöl hat ganz viele andere positive Schutznährstoffe, die wichtig sind für Sie und Ihre Zellen. Dann haben wir hier das glutenfreie Mehl natürlich. Gluten ist hochtoxisch. Und dann kommt hinzu die vielen Antioxidantien, Kurkuma, rote Beete, wie ich gesagt habe, der Bärlauch. Der Bärlauch hat ganz viele Schwefelverbindungen. Die sind nicht nur antientzündlich, sondern auch sehr, sehr stark entgiftend. Und es bietet sich an, gerade im Frühjahr mal so eine Bärlauchkur zu machen mit Pesto, mit frischen Bärlauchsäften, Bärlauchsalat, wie auch immer, einfach mal intensiv einnehmen. Und saisonal, regional spielt eine Rolle. Biologischer Anbau spielt eine Rolle. All das dürfen Sie nicht vergessen. Und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachkochen dieses wunderbaren Frühlingsrezeptes. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss! Ciao!